So, willkommen zurück zu Armored Warfare. Wir sind wieder im PvE unterwegs, diesmal mit Kapitel 2 der Verfolgungsjagd und das Ganze auf Insane. Und diese Mission ist relativ schwierig, da man hier, ich sag mal, 3 Spawns wirklich wissen muss, wo die kommen, weil sonst ist die Mission relativ schnell vorbei. So, das Ganze findet in der Nacht statt, zusammen wieder mit unseren Mu-Leuten. Hallihallöchen. Hi. Hi. Hallo. Hallo. So, wer mag denn erklären, worauf man gleich am Anfang achten muss? Am Anfang, wenn das Schiff in den Kanal einfährt, sollte oben am Anfang ist gleich eine Brücke. Da sollten ein oder zwei Leute stehen bleiben, weil rechts kommt vor zwei, meistens zwei Leitpanzer spawnen. Auf Insane sind das meistens PLs. Und die nehmen das Schiff schneller auseinander, als du gucken kannst. Die beiden müssen weg. Definitiv. Und da sollten definitiv ein, zwei Leute erstmal stehen bleiben. Genau, also zwei auf die Brücke und ich werde mit dem Schiff mitfahren. So. Wir kämpfen hier fast die ganze Mission in Night Vision, weil es halt arschdunkel ist, denn sie haben uns kommen sehen. Yay! So, also Blick nach rechts, ganz wichtig, egal was passiert, egal was aufgeht, rechts ist das Wichtige. Ja, wenn ihr die Mission selber macht, auf die rechte Seite schauen, hinter dem Boot, da werden gleich PLs spawnen, die müssen weg. Und zwar so schnell wie möglich. Deswegen also... Es geht nur ein bisschen Infrastruktur. Genau. Am besten kein Heat oder sowas laden, sondern wirklich mit AP schießen, damit ihr auch ja durchkommt. Das ist extrem wichtig. Sollten ihr eine zweite Salve rauskriegen, ist die Mission gelaufen. Zu weit, Mu. Geht schon. Der passt. Er ist schon mal raus. Komm, schieß. Sehr schön. Perfekt. Oh, der hat nicht mal einen Kratzer abgekriegt gerade. Jetzt können wir uns dann um den Rest hier kümmern. Bei PLs hinter euch. Sorry. Ja, genau, in dem Moment, wo ich abgedrückt habe, bist du ein Stück vorgefahren. Ja, dann ist es mein Fehler. So, in dieser Mission hier kommen sehr viele Gegner. Aber die wichtigsten sind die PLs, immer. Meine Kanone ist kaputt. Ich hasse es, wenn das passiert. So, soweit so gut. Die nächsten PLs, auf die man achten muss, die kommen nach dem nächsten zweiten Schwung, die kommen hier. Aber es dauert noch ein bisschen. Keine PL. So, jetzt müssten hinter uns gleich wieder welche spawnen. Aber erst, wenn wir das Cap eingenommen haben. Genau. Ganz wichtig, hier wird gleich eine Brücke runtergehen. Fahrt nicht rüber, ihr da draußen, ihr Zuschauer, falls ihr das macht, sondern bleibt erstmal hier. Denn sobald man drüben ist, quasi kommen dann die PLs an uns vorbei. Some sort of documents. Interesting. Our ship was here and it got away without much of a look. Let's see where it went. It looks like you need to go that way. I'm going to go to the hospital.
Ich hab schon ganz schön kassiert hier. Hinter mir 2x6. So, ich repariere mich mal. Ab um Regen in die Traufe. Ja, halt zugeht, ne? Ja. So, den Thunderbolt kriegt er noch, ne? Ja. So, auf der anderen Seite wird auch noch sowas ähnliches wie Thunderbolt oder sowas spawnen. Den kann man sich nach den PLs holen. Genau. Am besten mal mitkommen. Alle sich so preisheit hintereinander. Try and destroy two bridges in the northeast to hold them. Ja, okay. Wer macht den Kill? Ein Schuss. Ein einziger Schuss ging rüber, das ist gut. Weil es gibt auch einen Erfolg, wenn das Fahrzeug keinen Schaden bekommt. Das Boot. Das werde ich nie sehen. Mit ein bisschen Übung ist das machen. Staubi, machst du die Brücken hinten? Ich versuch's. Hey, I'm stuck again. Open the sluice, please. Ups. Sorry. Alles gut. Staubi kuschelt gerne. I'm under fire. Da ist das Thunderbolt. Ja, hier ist was. Ja. Noch ein PL. Mach mal die Brücke hier. Die Brücken kriegen wir nicht mehr. Doch, haben wir noch. Gerade so in der letzten Sekunde. Ja. Naja, sonst wäre es ja nicht spannend. Ja, klar. Warum zieht es auf mich? Ich bin wieder da.
Macht ein Thunderbolt da. Sterben? Vorher ein bisschen rumgewackelt. Aha, here we have it. Destination Tropical Coast. We got what we needed. Let's get out of here. Go back to the Western Bank. I'll pick you up. Huh? What's this? We need to get to another bridge. So, jetzt ist die Brücke hier kaputt gegangen. Das heißt, wir müssen diese tolle Brücke da benutzen. Aber die ist halt auch gut verteidigt. Terminator von unten. Identify. Money. Bam. Irgendwo geistert da unten noch ein Challenger rum, ne? Ja, kann da unten noch bleiben. Der ist außerhalb der Map. Da kommst du nicht ran. T14, High Five. Na, T15 so. Get that light on already. I'll sort them out. So, ist alles wieder hell geworden. Jetzt können wir auch die Night Vision wieder ausmachen. Haben wir wieder ein bisschen Farbe hier. Ach komm. Nein, ich sterbe. Ich habe Traumweber kurz tot gesehen. Kurz, ja. Und wir haben Staubgeist verloren. Ah ja. Mal wieder, ja. Einer muss halt immer bluten. Ja, der Raketenspam vom High-Five, der ist schmerzhaft. Oh ja. Vor allem, wenn er dann noch PL-Freunde hat, die dann gleich mitspammen. Das ist halt sehr ungünstig. Vorsicht. Da kommt der letzte große Spawn. Wenn man dann denkt, oh, man hat es gerade so geschafft, dann kommen diese drei hier noch rein mit dem Leutnant zusammen. Das kann ganz, ganz schnell schief gehen. So, da war es nur noch einer. Sehr schön. Puff. So, da haben wir die Mission mit einem einzigen Verlust abgeschlossen, aber... Ja, ab nach Jamaika. Die nächste Mission folgt dann morgen. Und...
die Mission ist hier, wenn man random spielt, gar nicht so einfach, weil viele sich überraschen lassen, wie schnell doch das Boot kaputt geht. Und zwar, wenn man rechts gleich die ersten PLs nicht erwischt, dann ist das Boot sehr schnell mal auf 50%. Der zweite Spawn kills. Ja, und da muss man echt aufpassen, die PLs sind halt unsagbar wichtig. Fokusziel Nummer 1. Aber gut, wir haben es geschafft. Caribbean Crisis Nummer 2. Oh, das Ganze mit 294.000 Credits und 16.000 XP. 26.000 Schaden, ganz ordentlich. Und ja, wir sehen uns morgen wieder mit Mission Nummer 3. Und die hat es echt in sich. Macht's gut. Bis bald, Almu. Tschüss. Sag doch tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Hüter der Herde, Januar 2018. Wir haben ein neues Jahr und wir haben eine neue Hüter der Herde. Das Eisenschwein 2, Laertes, Nikishi 87, Pizza Wagner und The Unforgiven 1977. Der Betreuer der Herde ist immer noch der liebe Erl. Vielen, vielen Dank an euch. Ohne euch würde das wie immer nicht funktionieren. Dankeschön. Special Thanks gehen an The Unforgiven 1977 diesen Monat, denn er hat nochmal extra gespendet und der liebe Basti für sehr viele Monate Support. Basti, auch an dich. Vielen, vielen Dank. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, unterstützen auf tippi.com/motility. Denkt daran, danach ins Discord zu kommen. Also, Dankeschön und auf geht's ins Jahr 2018.